Hi, ich bin Lilly. Ich gehe in die 11. Klasse auf das Montessori-Gymnasium und ich bin heute hier beim Schlingel. Ich war schon, also seit der 3. Klasse gehen wir eigentlich jedes Jahr regelmäßig ins Schlingel zu mehreren Filmen, weil man einfach auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, ein bisschen mehr Background-Informationen einfach bekommt und es einfach auch ein viel näher der Film bringt, als wenn man jetzt einfach in so ein Kino von irgendwelchen Hollywood-Stars geht. Bis jetzt war es eigentlich immer eine sehr schöne Erfahrung. Man lernt halt viele verschiedene Filme kennen, in denen man jetzt regulär eigentlich nicht gehen würde. Ich bin ganz glücklich, dass ich in Chemnitz bin. Herzlich willkommen beim Schlingel Filmfestival hier in Chemnitz bei euch. Ich freue mich mal, so große Kinder hier zu sehen. Ich habe gerade schon gehört, ihr seid Berufsschüler für Erziehung. Schönen guten Tag, ich bin Marit Wolf, die Kinobetreiberin vom Metropol in Chemnitz. Wenn ich richtig nachrechne, ist das jetzt im 4. Jahr, wobei man dazu sagen muss, dass Corona uns die Zusammenarbeit intensiviert hat, aufgrund dessen, dass das Schlingel plötzlich in alle verfügbaren Säle der Stadt ziehen musste, sind wir auch seit letztem Jahr vormittags dabei. Und bis dahin war es immer die lange Nacht des kurzen Films, die hier stattgefunden hat. Das ist großartig. Also Festivalstimmung ist ja immer was ganz Besonderes und gerade jetzt nach den Monaten des eher mauen Publikumsstroms ist es natürlich herrlich, auch endlich mal wieder ein volles Haus zu haben. Ich glaube, die Leute, die ins Kino gehen, genießen das umso mehr, dass sie jetzt wieder in Gemeinschaft und mit einer großen Leinwand Filme genießen können.